herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge First Dates. Heute schauen wir uns wieder ein Date an. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr angekommen seid. Schön, dass ihr runtergekommen seid. Bleibt auch unten. Kommt, beruhigt euch vom stressigen Alltag der Situation. Das ist eine Situation aus dem Alltag. Ach, scheiß drauf. Liebe Freunde, wir gehen rein ins Date. Alle Links findet ihr wie immer in der Beschreibung. Let's go. Wow, was ist denn hier los? Hä? Hi, ich bin Lisa. Das war Gardetanz. Ich bin faschingsbegeistert und ich hoffe, mein Mann ist es auch. Hallo. Ups, hallo. Hallöchen. Ich bin die Lisa. Die Lisa? Ja. Moin, die Lisa. Wie geht's, die Lisa? Schön, dich zu sehen. Die Lisa. Ich erhoffe mir heute, dass ich jemanden kennenlerne, der eventuell auch mein Traummann ist. Hi, ich bin der Leo. Ich bin sportlich, verrückt. Was ist verrückt? In dem Sinne, dass ich halt alles mitmache. Also ich bin sehr spontan und wenn mir gesagt wird, lass uns heute da und dahin fahren, bin ich meistens dabei. Okay. Also keine Couch-Potato, keine typische Couch-Potato, die man jetzt kennt von zu Hause, die jeder zu Hause rumsitzen hat. Mein Dad ist eine Couch-Potato. Mein Dad. Mein Dad wohnt aber nicht hier. Beziehungsweise ich nicht mehr bei meinem Dad. So, da kommt er. Und Louis, Leonard. Ich bin dann Philipp. Logos beim Partner für mich sind, wenn sie nicht aufgeschlossen ist, wenn sie sehr in sich gekehrt ist. Ich bin überhaupt nicht verklemmt, würde ich sagen. Wenn sie keinen Spaß auch über sich selber versteht. Ich sehe, das ist hier ein Perfect Match. Sie ist lustig, sie ist überhaupt nicht in sich geklemmt. Sie ist nach außen geklemmt. Servus. Guten Tag. Guten Tag. Moin. Soll ich schon durchkommen, oder? Ja, magst du die Jacke aufhängen? Also, ja, klar. Ja. Jan Philipp sieht ganz nett aus, ist auf jeden Fall sportlich. Ganz nett ist der kleine Bruder von Hundefutter. Hallo, hi. Lisa. Jan Philipp. Hi, grüß dich. Hi. Hi. Ja, die Lisa sieht toll aus, hat eine tolle Ausstrahlung, tolles Lächeln, tolle Lache. Oh, danke schön. Ich schätze dich. Ein kleines. Mein Lieblingswein und noch was zu naschen. Ist es ein roter oder ein weißer? Weißwein. Oh, sehr gut. Besser als Weißwein? Ja, ich mag keinen Rotwein. Ich nehme ihn auch nicht. Alles richtig gemacht. Ja. Jetzt halt die Frage, werden sie irgendwann heiraten? Das frage ich mich gerade. Könnt schon hinhauen. Könnt schon hinhauen. Ich habe ein Geschenk bekommen und zwar einmal einen Weißwein, wo literweise Glück draufsteht. Finde ich sehr cool. So kriegt man... So kriegt man Alkoholiker auch dran, weiter in einer Flasche zu nuckeln, wenn da drauf steht, hier ist literweise Glück drin. Beruflich? Beruflich. Ich habe Sportjournalismus und Sportmanagement studiert. Sportjournalismus und Sportmanagement, okay? Ja, genau. Management. Yeah, bro. Machst du dann wahrscheinlich auch viel Sport? Ja, mache ich. Yeah, normally you do when you do Sportjournalism and Management. Was machst du alles? Ich spiele Eishockey. Ja, was noch fehlt, was sie auch macht, ist den hier. Den macht sie noch. Ey, den macht sie auch noch. Garde, wa? Garde. Garde. Puh, jetzt, oh, es zieht in mein Bein. Tanze Garde-Tanz. Also Faschings... Genau, das haben wir schon gesagt. Ja. Ja. Ach, super, danke. Cheers, gerne. Na dann. Prost. Prost. Ich bin jetzt nicht so der Karneval-Typ, aber ich bin auch nicht so, oh nee, schon wieder Karneval. Das interessiert mich eigentlich nie. Ist eine verrückte Kombi, aber... Ja. Beim Thema Gardetanz hätte ich mir schon gewünscht, dass er ein bisschen mehr drauf eingeht, weil es auch eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, auch mit Fasching. Na gut, aber Eishockey klingt interessant, doch. Aber Garde halt nicht. Garde ist halt jetzt, klingt nicht interessant. Eishockey klingt schon gut, ne? Klingt schon spannend. Und du lebst dann alleine oder... WG, Eltern. Ich bin noch bei den Eltern. Ja, ich auch. Also daher, das finde ich auch nicht mal schlimm. Wie wichtig ist die Familie?
Doch, schon wichtig. Also gerade so mit meinen Geschwistern und so weiter, mit den kleinen Geschwistern und so, da versuche ich auch schon viel Zeit zu verbringen. Jan-Philipp ist ein Familie... Versuchen. Das ist halt die Frage, ne? Was heißt versuchen? Soll mein Stuhl hier wieder hochkriegen? Ey, oh Mann! Ey, dieser Stuhl ist wirklich der größte. Ist der größte Müll hier. Egal, hat der auch irgendwie Charakter, ist ja auch irgendwie charmant. Familienmensch, das finde ich super, weil ich ganz genauso bin und nichts eigentlich über die Familie geht. Peace, love and harmony and family, you know, guys. Reist du denn gerne und auch wohin? Das würde ihn auch interessieren. Ja, ich reise total gerne. Das ist schon mal gut. Mein weitestes Ziel bis jetzt war Brasilien. Boah, mhm. Das ist schon geil. Ja. Das war ein Wo warst du dann da? Ach, ein Austausch. Mhm. Von der Uni dann? Nein, oder? Von der Schule. Also war. Auf was für einer Schule warst du? Bei uns ging es so nach Frankreich. Also meine war auch. So. Ja. Oder London. Das, also ist auch cool. So ist es nicht. Ich wurde zwar nicht angenommen, leider. Durfte nicht mit. Aber es ist auch schon cool. Aber nach Brasilien? Schüleraustausch nach Brasilien, das klingt echt cool. Klingt nach. Eine Menge Spaß. Ja. Mein weitestes Ziel war einmal Dubai und Abu Dhabi vorletztes Jahr mit meiner Oma. Geil. Aber ich würde sagen, meine beste Reise bis jetzt war vor knapp 2 Jahren nach Shanghai. Oh. Für 3 Wochen. Oh, geil. Dass wir beide reisen, finde ich super, da es eine tolle Gemeinsamkeit zwischen uns beiden ist und sicher auch ein Großteil unseres Lebens ist. Für mich noch eine Cola, bitte. Eine Cola, gerne. Und sonst so? wenn ich schon mal da also, bin. Also, wenn du schon da bist. Wie läuft's so? Ja, ich glaube, ganz gut. Ja? So. Viele Gemeinsamkeiten? Mhm. Doch. Ich hab schon so ein bisschen mit einem Ohr gehört, so Sport ist Sport und Reisen, würde ich mal machen. Okay. Und so Zukunftspläne, sind die auch so gleich? So heiraten, Kinder, Haus? Da haben wir jetzt noch nicht. Na dann, so kleine Anregung. Ja, also, wie sieht's denn? Wenn jetzt schon die jetzt schon gesagt wird. Ja, also klar, ich will schon eine Familie, ich will heiraten. Hauskinder heiraten. Vielleicht noch einen Hund. Besser als Katze, ja? Ja, finde ich auch. Ich habe das Gefühl, wir erleben hier gerade ein Date. Einfach ein Date. Normales Date. Stinknormales Date. Wir sind beide sehr basic. Also ist jetzt nie keiner von beiden, wo ich so sage, wow, ausgefallen. Besonders ausgeprägtes Temperament oder so. Aber ja, sie kann Garde tanzen. Wenn du nichts gegen hast, würde ich machen. Dankeschön. Sehr lieb von dir. Das habe ich mir schon gedacht. Das Date fand. Macher, ist ein Macher. Bis jetzt war es super und könnte mir vorstellen, dass es ihr auch gefallen hat. Ja, die sagen beide ja. Bin ich mir relativ sicher. Brauche ich mir heute gar nicht weiter. Kann ich eigentlich jetzt schon aufhören zu gucken. Willst du anfangen? Ja, ich kann anfangen. Ich kann mir kein zweites Date vorstellen. Weil ich finde, wir hatten super Gespräche, haben uns gut unterhalten, aber vom Aussehen passt es für mich nicht ganz. Gut, das ist die erste, die auf Mutter geht, auf Aussehen geht. Oha. Das ist die erste, die aufs Aussehen geht, glaube ich, in unserer ganzen First Date Story. Ich hätte ihm einfach gesagt, dass er hässlich ist. Krass. Und ich fand auch, dass die Gespräche ein bisschen zu oberflächlich wären. Es gab so 1-2 Punkte, wo ich mir gewünscht hätte, wenn du da ein bisschen mehr nachfragst. Ja. Von meiner Seite hätte es ein zweites Date geben können. Wie du schon sagtest, hatten ein super Gespräch. Im Nachhinein würde ich auch sagen, hätte noch ein bisschen weiter in die Tiefe gehen können. Aber alles in allem fand ich, war es dennoch ein toller Tag. Ja. War nett, dich kennengelernt zu haben. Und genau. War ein super Tag. Ja. So sieht's aus, wenn zwei wohlerzogenen junge Menschen sich gegenseitig den Korb geben. Da läuft alles sehr prima ab, sehr clean. Sehr beruhigend. Ich könnte mich jetzt hinlegen und Mittagsschlaf machen. Weil in meinem Kopf die letzten Gedanken, die ich gesehen habe, war zwei Menschen, die jetzt sich gegenseitig lieb ihre Meinung gesagt haben. Gar kein Kopfschmerzen drin in meinem Kopf. Ich könnte jetzt einfach so machen. Direkt einschlafen. Welt ist in Ordnung, liebe Freunde. Das Date tat keinem weh. Das Date hat
nicht mal dafür gesorgt, dass ein Sack Reis in Japan umfällt. Es ist alles beim Alten. Finden wir toll. Morgen 14 Uhr. Vielleicht nicht mehr, denn morgen 14 Uhr kommt ein neues Video online. Denn hier kommt jeden Tag ein Video um 14 Uhr und mittwochs und freitags noch ein extra Video um 18 Uhr. Deshalb seid gerne aktiv, seid am Start. Ich würde mich freuen, wenn ihr hier einschaltet. Und bis dahin, passt auf euch auf. Haut rein. Ciao. Ich bin nur eine SMS und ich weiß Bescheid. Flasche ist kühl, Baby weißer Wein. Voll auf Fokus bis um 3. Ich hab heute alles mit dabei. Ich bin nur eine SMS und ich weiß Bescheid.